Liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Cities Skylines 2. Wir befassen uns heute nochmal ein bisschen vorrangig mit der Industrie, weil wir weiter hier unten unsere Bevölkerung erstmal noch wachsen lassen wollen. Und wir haben jetzt hier ein neues, eine neue Meldung bekommen, nämlich nicht genügend Kunden. Aufgrund mangels an Kunden ist die Unternehmen in schlechter wirtschaftlicher Verfassung. Da könnt ihr jetzt mal gucken, was produziert oder was wird hier überhaupt verkauft. Und da wird Nahrung verkauft. So, jetzt haben wir Nahrung, die wird produziert aus, und das könnt ihr hier in der Produktion dann nachschauen, indem ihr dann auf die materialen Waren geht. Dann sucht ihr euch hier die Nahrung raus, die haben wir hier. Wird aus Karotten und aus Hühnchen, also aus Vieh und aus Gemüse gemacht. Und das Ganze wird dann in Nahrung umgewandelt über die Industrie. Das heißt, wir haben den Grundstock für dieses Problem zu lösen. Das haben wir jetzt schon mal hier. In der letzten Folge quasi haben wir den Grundstock gelegt für die Fertignahrung. Jetzt haben wir natürlich das Problem, wir produzieren jetzt hier Fertignahrung. Können wir in die Produktion nochmal reinschauen hier. Eben, dann seht ihr hier oben, ne, wir produzieren Hühnchen im Überschuss. Wir haben einen kleinen Überschuss. Beim Gemüse dauert das noch ein bisschen. Wir müssen ja auch warten, bis wir genug Einwohner haben, um überhaupt die ganzen Arbeitsplätze abzudecken. Ihr seht auch hier, ne, dass hier schon das ein oder andere Viehställchen entstanden ist. Das liegt daran, dass wir hier schon 19 Mitarbeiter haben. Jetzt geht es darum, hier eigentlich eine Lücke. Achso, das ist ein Gewächshaus, okay. Jetzt geht es darum, dass wir gucken müssen, dass wir Industrien haben, die diese Lebensmittel überhaupt herstellen können. Wenn wir hier mal drüber gucken, hier sehen wir Textilien, da haben wir auch Textilien. Da haben wir Fertignahrung, das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja normale Nahrung gucken, dass wir normale Nahrung produzieren. Und das sieht hier allgemein jetzt erstmal schlecht aus. Wir können ja mal kurz gucken in unserer Übersicht Industrie. Aber die sind alle eigentlich relativ gut aufgestellt, die Unternehmen. Das hier ist alles Holz, ne? Genau, da wird ganz viel mit Holz produziert. Da haben wir Petrochemie, Fertignahrung. Also guck mal, hier wird Nahrung hergestellt, ne? So, da haben wir eine Fabrik mit Nahrung. Die Stufe ist 1 von 5, die Effizienz ist bei 80, aber auch nicht genug Angestellte. Das heißt, es muss nicht unbedingt daran liegen aktuell, dass wir nicht genug Waren produzieren. Was aber ohne Frage natürlich der Fall ist, wenn wir nochmal in die Produktion reingucken und in die materiellen Waren bei den Lebensmitteln. Ne? Wir haben da ein Defizit von 90 Tonnen im Monat. Das heißt, wir können mal gucken, dass wir vielleicht nochmal die ein oder andere Nahrungsfabrik hier in unserem Städtchen ansiedeln. Dazu würde ich jetzt aber mal versuchen, dass wir nach Möglichkeit hier drüben irgendwie die Industrie rüberbekommen. Jetzt wäre es natürlich sinnvoll, wenn wir hier schon die Autobahn freigeschalten hätten, dass wir hier eine Anschlussstelle bauen könnten. Sieht aber, also Level haben wir noch nicht so. Ich will jetzt auch keine neuen Gebäude erstmal bauen. Wie sieht denn die Zufriedenheit aus? Verkehr, hohe Steuern und unzuverlässige Gesundheitssorge. Aber Verkehr sieht doch eigentlich ganz gut aus. Ich weiß gar nicht, was du da rummotzt. Da hinten haben wir, da ist doch, er sagt, da wäre rot. Da ist doch, das sieht doch sehr gut aus hier mit dem Verkehr. Wir hätten natürlich auch den Kreisel da oben hinbauen können, aber ah, guck mal, hier staut sich sogar. Aber die Wegfindung von den Fahrzeugen ist auch ein bisschen merkwürdig. Was wir natürlich mal machen können, ist, wir können mal in unsere Straßenbautool reingehen. Der Straßenbau ist hier. Wir können hier mal auf dem Reifen hier verbieten, dass da abgebogen werden darf. Sehe ich das natürlich nicht. Ah, jetzt haben wir hier nur beide. Ah, das ist doof. Ich will eigentlich nur einen einzelnen Streifen da haben. Kann ich das nicht? Kann ich das nicht bestimmen? Ich dachte, ich kann das pro Spur bestimmen. Dachte, ich kann das pro Spur bestimmen. Geht aber anscheinend nicht. Sind dort gar keine Pfeile mehr. Macht hier jeder, was er will, ne? Haben hier einen Unfall verursacht. Meine kleine Umbau hier.
Mal die Ampeln erstmal weg. So. Jetzt versuchen wir es nochmal. Habe ich es jetzt kaputt gemacht? So aus, oder? Weil wir überbauen es nochmal. Vielleicht funktioniert das dann. Mit der normalen Straße hier. Okay. Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Ab und machen es nochmal neu. So. Bauen wir hier erstmal den Kreisel rein. Hä? Okay. Achso, ja klar. Ist ja ist schon richtig. So. Jetzt dachte ich doch eigentlich, dass man hier einzelne Fahrspuren einstellen kann. Aber irgendwie will er das nicht. Nur die ganze Straße ändern. Guck mal. Nur die Straße will er ändern. Die ganze, weil es wäre ja sinnvoll, wenn wir sagen würden, du kannst auf dieser Spur nur noch da abbiegen. Aber warum kann ich das nicht eins auswählen? Ich dachte eigentlich, dass das geht. Hm. Okay, dann müssen wir uns auf jeden Fall nochmal was einfallen lassen hier. Was für einen Kreisel hätten wir da? Bauen wir da einen Kreisel hin, dann haben wir das Problem noch gelöst erstmal. Wegfindung von den Fahrzeugen, die ist noch nicht so optimal. Können wir natürlich aber eigentlich die Autobahn da auch direkt anschließen. Weil wir hier ja ein bisschen Puffer dann schaffen. Wir lassen es einfach mal so, wie es da jetzt gebaut ist. Wir haben immer noch Nachfrage nach Wohngebäuden, die ignoriere ich aber weiterhin. Solange hier unten Wachstum ist, ignoriere ich das. Weil ich will versuchen, mit möglichst wenig Aufwand hier jetzt Geld zu machen. Und unser Geschäft hier oben hat immer noch das Problem. An Nahrung. Wir müssen neue Industrie auf jeden Fall mal bauen. Weil dadurch, dass wir jetzt ja produzieren, haben wir jetzt auch das... also nicht Problem, sondern wir haben halt dadurch, dass wir Nahrungs-, also die Rohstoffe produzieren... kriegen wir Nachfrage nach den entsprechenden Produkten. Also die Industrie, die möchte jetzt natürlich dann auch, dass sich hier ansiedeln, weil sie bei uns ja günstig produzieren können. Jetzt mal so grob gesagt. Den Raster hier komplett weg. Tief kommen. Dann dort mal Industrie hin. Dann hoffen wir mal, dass sich hier Lebensmittelindustrie siedelt. Dann müssen wir gucken, dass wir hier rüberkommen. Ich weiß, der Tag- und Nachtwechsel ist ein bisschen störend beim Bauen und für die Übersicht, aber ich würde das doch gerne anlassen, weil es halt einfach wunderschön ist zum Anschauen mit den Lichtern und so. Das ist schon sehr stimmig. Macht mir auch Spaß. Wir müssen unseren Nahverkehr nochmal ein bisschen überarbeiten, glaube ich. Wobei, nee, eigentlich... das Wohngebiet hier unten, das braucht nochmal so ein bisschen Anschluss. Das ist ein bisschen abgehängt. Linien haben wir eigentlich jetzt. Aber guck mal, hier haben wir doch noch eine lila Linie. Wo fährt denn die hin? Ach nee, die überschneiden sich nur. Okay. Das Wohngebiet hier ist jetzt komplett abgehängt, ne? Taxi-Bus haben wir da. Wie sieht denn das allgemein aus mit unserem Verkehr? Oh, die Auslastung bei der Linie 1 ist ja mal überhaupt gar nicht vorhanden. Fahrzeuge. Ja, aber die fahren doch ziemlich dicht beieinander. Guck mal hier. Müssen sich nochmal wieder ein bisschen verteilen. Ist das eigentlich ohne weiteres möglich, eine Buslinie zu ändern, oder müssen wir die jedes Mal neu bauen? Ich verlege das Gebäude an Standorten, das wollen wir gar nicht. Nicht aus, als ob wir die Linie irgendwie verändern können. Also was das betrifft, da müssen wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen nacharbeiten.
Wo haben wir eigentlich die Bahntrasse? Da ist eine Bahn. Ne, warte, wo ist die Bahntrasse? Hier oben irgendwo, ne? Da. Da haben wir die Bahntrasse. Da müssen wir auch gucken, dass wir die dann ins Industriegebiet bekommen. Und dann auch Waren hier hin und her verschiffen können. So, jetzt ist unser Bevölkerungszuwachs ein bisschen zurückgegangen. Arbeitslosigkeit war noch null. Wir haben zu wenig Arbeitskräfte. Jetzt die Frage, ob wir jetzt mal die Ecke hier kurz ausnutzen, um hier zumindest mal noch mal ein bisschen ein paar Bewohner anzusiedeln. Guck mal, da ist eh nichts gebaut. Auch hier einen Anschluss machen. So, und dann bauen wir hier ein hübsches kleines Wohngebiet. Ah, da heißt was im Weg. Was haben wir denn da im Weg? Park oder was, ne? Oh ja, ein Riesenpark. So. Den hier irgendwas hin. Ah, ich will den nicht hier in die Mitte klatschen. Was haben wir denn überhaupt? Oh, guck mal hier oben. Mal, dass wir den mal hier irgendwie, oder? Können wir hier weitermachen? Es ist übrigens nicht verkehrt, wenn ihr hin und wieder auch so kleinere Grundstücke habt, weil da dann die Vielfalt an Gebäuden so ein bisschen steigt. Dann machen wir das mal alles zum dichten Wohngebiet, weil da haben wir richtig Nachfrage nach billigen Mietwohnungen. You're tuned into Second Moon, the channel where the classics never grow old. Ich kann übrigens die Maus auch gedrückt haben, halten. So. Machen wir nochmal ein bisschen Gewerbe hier hin. Das mal vernünftig ausgelegt ist hier. So, jetzt geht das hier auch schön nach unten. Jetzt haben wir noch nach mittlerem Wohngebiet ein bisschen Nachfrage. Jetzt geht unsere, guck mal hier, geht direkt nach oben. Aber irgendwie werden wir von den Einnahmen her nicht besser, ne? Was haben wir denn für Probleme aktuell? Die Gesundheitsversorgung ist immer noch ein Problem, sagen sie. Aber die sieht eigentlich ganz gut aus. Mal gucken, ob wir das Spiel noch retten. Aber eigentlich sehe ich da kein Problem drin, ne? Wir haben halt auch das Problem mit dem Strom, weil normalerweise könnte man hier mal ein bisschen was mit Windmühlen machen, aber ihr seht das hier, wir haben keine Plätze, wo wir hier vernünftig Strom produzieren können. Guck mal, hier drüben haben wir 1 Megawatt nur, wo wir da produzieren können. Also hier oben ist auch schon das Maximum mit 2,73 und das ist einfach zu wenig für unsere Windmühlen. Leider kann man außerhalb unserer jetzigen Stadt nicht gucken, was man da produzieren könnte. Heißt, wir müssen uns wirklich darauf verlassen, auf das, was wir hier produzieren. 22,8 Megawatt. Ja. Dann, gehen wir da gerade nochmal an die Parkanlagen. Hier drüben nochmal eine bauen, damit wir hier die Inhalt nochmal ein bisschen steigern. So Wohngebiete eigentlich ganz gut ausgestattet. Hier können wir noch einen kleinen Park hinbauen, da ist auch noch Platz. Und hier oben haben wir nochmal ein bisschen den Pöbel, der auch nochmal einen Park haben möchte. So. Gut, dann gucken wir mal, ob wir das hier in den Griff kriegen. Jetzt wird nach mittlerem Wohngebiet auch nochmal ein bisschen Nachfrage. Das ignoriere ich jetzt aber erstmal. Dann gucken wir doch mal auf unser Bildungsniveau hier. Also sehr gut ausgebildet, 1,5% Arbeitsplätze.
Also sehr gut ausgebildet sind alle Arbeitsplätze besetzt. Und so schlecht sieht das gar nicht aus. Wir haben unter 1000 Arbeitsplätze ist noch offen. Hier haben wir die nächste Industrie, die so ein bisschen am Meckern ist. Fertignahrung. Da sind wir hier oben am Produzieren. Also nochmal in die Produktion reinschauen. Ja, sind wir nicht mehr weit weg vom Überschuss. Das ist jetzt eigentlich bei den Lebensmitteln aus hier. Oh, immer noch sehr schlecht, aber wir produzieren, ne? 16,2 Tonnen. Da müssen wir auf jeden Fall mal gucken. Wir müssen das mit dem Import in den Griff kriegen. Dazu brauche ich die Eisenbahn. Und dazu brauche ich Kartenerweiterungen jetzt. Man kann leider keine Kartenerweiterung wieder mehr verkaufen, oder? Man kann nur kaufen. Verkaufen geht nicht. Da oben wäre die Eisenbahn. Wie sieht denn das eigentlich mit unserer letzten Industrie aus, die wir ja aktuell noch haben? Wir können ja auch noch Steine und Kohle hier produzieren. Oh, guck mal da! Oben hier, dann würde ich mal sagen, fangen wir mal hier an, Stein zu fördern. Bietet sich hier an, dann haben wir das nämlich auch schon mal hier in der Produktion. Weiter nach unten. Weiter hier rüber. Dann decken wir das mal hier komplett ab, oder? Hier sind schon 300 Tonnen, die wir hier produzieren können. Schon fast bei 400. Und dann natürlich auch nochmal die Straße. Straßenanschluss. Dann. Nehmen wir erstmal eine einfache Straße. In die andere Richtung ergibt sich. Hier ran. Können so eine Kurve rum. Jetzt hier durch den Wald. Jetzt können wir hier den Wald nachher natürlich auch nochmal ausnutzen, dass wir den haben. Und dann haben wir hier hinten nochmal die Möglichkeit gehabt für Kohle, wenn ich das gesehen habe. Genau. Da werden wir nachher dann irgendwie. Weil das wäre eigentlich ganz sinnvoll, wenn wir das hier machen würden. Dann könnten wir zwei so eine Dinger bauen. Oder wir bauen es nachher in die Mitte. Und wenn ich es dahin baue, auf der Ecke da. Machen. Decken wir einen großen Teil ab schon, ne? Und dann können wir hier zumindest mal ein bisschen schon mal produzieren. Oh, jetzt habe ich die verkehrte Seite hier rübergezogen. So ein Mist aber auch. Muss ja immer hier unten an. Man muss immer mit derselben Seite anfangen. Das ist ein bisschen doof gemacht, finde ich. Na, guck mal, dann produzieren wir hier schon mal. 115 Tonnen müssen wir nur anschließen. Dann können wir das nachher noch weiter ausbauen. Und einen Eisenbahnanschluss hätten wir hier oben sogar. Cool. Und wo wir anschließen. Na, guck mal, da haben wir doch eh eine Straße. Wunderbar. Was natürlich auch nochmal schön oder als Vorteil jetzt hier zu betrachten ist, ist die Tatsache, dass wir dadurch so ein bisschen dynamische Straßen bekommen. Jetzt bauen wir den Feldweg hier mal aus. Das jetzt? Da haben weg hier. So, dann haben wir
Eigentlich alle Industrien jetzt. Oh, was ist denn das? Mal hier weg. Das sieht ja grausam aus. Als mit den Brücken, das ist auch immer noch so ein bisschen. Ich. Weit, dass wir hier möglichst. Ah, 5 Promille, 3 Promille. Wieder auf 0 und dann sollte das hier hoffentlich passen. Sehr gut. So. Haben wir hier unterirdisch natürlich noch die alten Leitungen, die können wir mal eben schnell wegmachen. Dann haben wir jetzt hier alles vernünftig angeschlossen. Und haben ein bisschen Dynamik drin. Jetzt wird es auch gleich langsam wieder hell, wie man sieht. So, was haben sich jetzt hier hinten für Industrien angesiedelt? Das müssen wir jetzt mal kurz beobachten. Fahrzeuge. Bauholz. Auch aber Nahrungsmittel, Freunde. Tränke. Lagert Gemüse. Was produzierst denn du? Geht ja gar nicht. Bauholz. Lagert einfach nur Gemüse. Ah, das ist einfach wahrscheinlich einfach nur ein Lager, ne? Wird das hier auch nur ein Lager sein für Petrochemie? Petrochemie haben wir noch nicht. Ja. Wird immer mehr hier oben. Fertignahrung. 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 Nahrung. Also Nahrung ist unser Problem. Fertignahrung. Da müssen wir gucken, dass wir die irgendwie in die Stadt bekommen. Und da können wir jetzt mal hier zum Beispiel bei der Fertignahrung, die Besteuerung, gehen wir mal in Industrie. Fangen da mal an, ne? Fertignahrung? Wo ist sie? Da oben ist Fertignahrung, da machen wir die Besteuerung mal auf 0. Also da erheben wir momentan keine Steuern drauf. Und dann schauen wir mal, ob sich das dann verbessert. Mal kurz ein bisschen vorspulen. Dann verbessert. Ja, es wird besser. Habt ihr gesehen? Dass da jetzt schon die ersten Zeichen weggeploppt sind. Jetzt daran, dass wir Fertignahrung keine Steuern mehr erheben. Hier können wir eigentlich auch mit der Nahrung machen, wenn das jetzt hier so weitergeht. Da haben wir dann alles Nahrung. Fertignahrung. Nee, ist im Großen und Ganzen eigentlich nur die Fertignahrung. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir an die Eisenbahn kommen. So, was haben wir hier? Ein moderner Klassiker. Wohlbefinden im Umkreis von 1 Kilometer. Macht sich doch hier an der Straße sehr gut, das Gebäude. Da kriegen wir übrigens auch Erfahrungspunkte für. Und dann haben wir hier noch, was haben wir hier? Eine Soda-Bar der alten Schule. Auf der großen Dachterrasse können Stammkunde ihr Getränke. So, Attraktivität, Tourismus, Wohlbefinden im Umkreis von 500 Meter und Kosten für Importe. Das nutzen wir doch aus, oder? Wären wir ja blöd, wenn wir es nicht ausnutzen würden. Jetzt die Frage, wo setzen wir das Ding hin? Vielleicht direkt hier, direkt an Kreisel. Und dann sind wir gleich mit den Erfahrungspunkten auf dem nächsten Level und können dann in der nächsten Folge vielleicht sogar schon die Eisenbahn anfangen hier zu etablieren. Wie viel Minus... Ah, ja, geil. Guck mal. Wir sind schon auf ein Defizit von 108.000 runter. Von 170 Folgenbeginn. Bevölkerung auch stetig am Wachsen. Hier ist ganz, ganz viel, wo man auf Statistiken gucken muss. Dann schauen wir mal kurz aufs Vermögen. Unser Gewerbevermögen, das ist immer noch auf dem absteigenden Ast. Das sah mal besser aus, aber unser Vermögen von unseren Haushalten geht nach oben. Industrievermögen ist hier gar nicht eingeblendet. Warum dieses nicht? Haben wir da kein Vermögen? Doch. 1500. Dann gehen wir mal auf den Handelswert von Fertignahrung. Oh ja, da müssen wir importieren, damit wir hier den Wert wieder nach oben bekommen. Aber so langsam steigt er auch wieder. Der geht langsam wieder nach oben. Dann gucken wir mal bei Nahrung insgesamt.
Da der Handelswert aus. Oh ja, geil. Der ist schön nach oben gegangen. Das ist schon mal positiv. Heißt, da brauchen wir gar nicht groß gegensteuern. So, jetzt haben wir nochmal 8 Kartenerweiterungen bekommen. Und jetzt können wir mal schauen, dass wir hier den Eisenbahnanschluss hinbekommen. Also das erste, was wir mal machen, ist, wir kaufen mal diese beiden Stücke hier, damit wir dann hier drüben unsere Industrie verlagern können. Die ganze Industrie, die jetzt hier ist, die wird alles hier auf diese Insel erstmal verlagert werden. Da hinten haben wir einen Waldbrand, dann müssen wir die Eisenbahn anschließen. Frage, wo wir das am sinnvollsten machen. Eigentlich von hier, ne? Wie viele Kartenerweiterungen habe ich denn noch? 6. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Zack. So. Dann nachher richtig schön von hier die Eisenbahn darüber ziehen und hier die Industrie anschließen. Sehr schön. Gut. Damit verabschiede ich mich aus dieser Folge. In der nächsten Folge werden wir das neue Industriegebiet hier anfangen aufzubauen. Und hoffen, dass wir dann hoffentlich die Nahrungsprobleme hier in den Griff kriegen. Ist aber wirklich nur Fertignahrung. Aber der Wert steigt. Also da könnt ihr mal so ein bisschen gucken hier mit dem Wert von den, mit dem Handelswert von den verschiedenen Sachen hier. Die Nahrung, die Fertignahrung ist hier oben. Es steigt langsam. Da kümmern wir uns in der nächsten Folge drum mit der Eisenbahn zusammen. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Ihr dürft natürlich sehr gerne in den Discord kommen, Link in der Videobeschreibung. Der Instagram findet ihr unter ramagani-yt und Kommentare werden von mir persönlich beantwortet. Und ihr dürft natürlich ein Däumchen da lassen und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dahin, reingehauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.